Um 2.59 Uhr kam der Anruf bei der integrierten Leitstelle in Stuttgart ein, dass es in diesem Gebäude brennen würde. Genauere Angaben konnten aber nicht gemacht werden. Daraufhin wurde bei uns ein verstärkter Löschzug alarmiert mit insgesamt 16 Funktionen, die dann 5 Minuten später eintrafen und weitere 3 Minuten später dann auch einen zweiten Alarm erhöht haben. Das heißt, es kam ein weiterer Löschzug dazu und Führungs- und Sonderfahrzeuge. Beim Eintreffen drang Rauch praktisch aus allen Fenstern im Erdgeschoss und dann auch die ersten Flammen. Aber dadurch, dass der Löschzug dann schon da war, konnte die Ausbreitung auf das Erdgeschoss, auf die Pizzeria beschränkt werden. Kurze Zeit später hätte das sicherlich noch anders ausgesehen. Es wurden dann die Personen, die noch in der Pizzeria in einem Nebenraum anwesend waren, und die Bewohner aus den Wohnungen über dem Brandobjekt aus dem Gebäude geholt. Sie sitzen jetzt gerade im Großraumrettungswagen und werden dort vom Rettungsdienst betreut. Und wir hoffen, dass sie nach Abschluss der Lüftungsarbeiten dann auch wieder zurück in ihre Wohnungen können. Das Feuer selbst war nach knapp 15 Minuten unter Kontrolle und nach weiteren 10 Minuten dann aus. Es sind jetzt Aufräumen, Nachlösch und vor allen Dingen Lüftungsmaßnahmen, weil wir eine sehr intensive Rauchentwicklung hatten, die auch in oberen Geschosse gegangen ist. Verletzte haben wir insgesamt eine Person, die ins Krankenhaus gekommen ist aus dem Haus mit einer Rauchgasentox, und die anderen Personen konnten hier ambulant versorgt werden. Bislang waren keine weiteren Transporte ins Krankenhaus notwendig. Im Großraumrettungswagen sitzen jetzt 12 Personen, darunter 2 Kleinkinder. Und die Kleinkinder sind aber auch soweit wohlauf, weil die versuchen, alles sich genau einzuprägen, damit sie ihren Freundinnen und Freunden heute erzählen können, was sie alles erlebt haben. Also da ist alles jetzt ruhig und in Frieden. Es hat unten in der Pizzeria gebrannt und dort hat es sich praktisch über den gesamten vorderen Gastraum ausgebreitet, der zum Teil völlig ausgebrannt ist, und der Rauch hat sich dann in den kompletten Bereich verzogen, einschließlich der Geschosse darüber. Nein. Also das war sozusagen der klassische Fall, wie man entsprechend vorgehen muss. Der erste Löschzug hat sich natürlich erstmal aufteilen müssen, dass sie auch die Personen von oben komplett gesichert herausbekommen. Aber dadurch, dass relativ zügig nachalarmiert worden ist, hatten wir dann genug Kräfte vor Ort, um das Ganze entsprechend zu machen. Wir haben dann für unsere Arbeit noch ein weiteres Löschfahrzeug nachgefordert, damit wir auch im Bereich der Atemschutzgeräteträger passend aufgestellt sind. Das ist ein Fenster, das ist ein Fenster.